Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Satisfactory. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr dazu entscheiden solltet. Und ja, ich habe noch ein paar Wege hier platziert, weil ich mir zwischen den Parts überlegt habe, sollen wir hier Wege durchmachen, weil es gibt dafür zwei Gründe. Ja, erstens, weil es toller aussieht, weil man natürlich an den ganzen Maschinen vorbei kann, ist natürlich cool. Und zweitens kann man hier wieder diese Bodendinger und also diese Balken drunter machen für den Strom. Das ist ein großer, großer Vorteil. No. So, aber wie viele Rotoren haben wir jetzt hier produziert? 44, wunderbar. Ja, dann bauen wir mal weiter hier, die Dinger. Ich glaube, wir brauchen jetzt einfach immer weiter. Immer weiter, weiter, weiter. Das hört nicht auf. Wir brauchen immer mehr, immer mehr, immer mehr. Oh mein Gott, wir müssen noch weiter in die Richtung hier bauen. Ey, das ist wild. Wir müssen den Space Elevator wieder verschieben. Der muss schon wieder weg. Ah, ja, 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 dieses Ding wird groß. Ich schieb den Space Elevator auch einfach direkt zur Cadmium-Mine. Da sind wir schon falsch, ja. Was sind wir bei der Cadmium-Mine? Wenn das so weitergeht. Ich die auch noch weg. Dann muss die Cadmium-Mine abreißen, die Base kommt. Abreißen würde ich, also ja, schon ziemlich abreißen, aber insgesamt wird sie halt integriert dann. Ja, wir sind ja bald am Ende. Wir sind bald am Ende der Erweiterung. Versprochen. Wir haben es bald. Bald haben wir es. Da auch mal die großen Strommasten neu platzieren demnächst. Und nur um auf so mal sicher zu gehen, mache ich jetzt das hier. So. Dann steht der halt da hinten. Bist du am Mam? Nein. Am Ab. Und plötzlich das Hub eben nochmal nach hinten. So. Ach, oh Gott, das Polizeiauto neu gestellt, weil mir das auf den Sack ging. Ich hab die Serie ausgemacht. Hat das Spiel nicht mitbekommen. Aber da war ein wichtiger Stau unten. Da muss ich mal kurz hin, als Polizist. Musste für Verkehrssicherheit sorgen da unten. Das war schon sehr wichtig. Ja, das Problem ist... das wird Belasto hier. Kann man das so nah dran machen? Oh mein Gott. Weißt du, was wieder fehlt? Metallstäbe? Ja! Das hört nicht auf. Eisenstangen. Oh mein Gott. Man würde ja meinen, aus diesen ganzen Problemen würde ich lernen und jetzt endlich mal das Ding bauen. Aber nein, 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 erst alles in seiner Reihenfolge. Aber die Motoren zu automatisieren wird sehr wichtig sein, weil wir für die Züge Motoren brauchen. Und Computer brauchen wir auch für die Station. Die Frage ist nur, geht das so nah dran oder ist das ein Problem? Ja, wir müssen die wieder neu platzieren, die ganzen Dinger dann. Ne? Oh mein Gott. Oh, wir müssen alles wieder neu platzieren, das ist so grauenvoll. Weiß jemand, wie man das verhindert, dass die dieses Jahr so ausfahren? Die sind nicht verbunden, soweit ich weiß.
Das soll, glaube ich, so sein. Das Spiel möchte eigentlich, dass das verbunden ist, aber das ist nicht. Soweit ich weiß, ist das nicht verbunden jetzt. Aber die fahren sich trotzdem diese Gummidinger aus. Aber dadurch, dass die Gummidinger ausfahren, kann ich jetzt keinen Laufband mehr dahin platzieren. Oder ist das tatsächlich verbunden? Weiß das jemand? Ist das wirklich verbunden? Ich kann es ja mal ausprobieren. Ich meine, ich kann ja hier was produzieren. Die Gummidinger verbunden. Was? Die Gummidinger verbinden. Und das war bisher noch nie der Fall hier. Das war bei mir der Fall. Betonfabrik. In der ersten Betonfabrik hat es funktioniert. Also die zuerst schon gebaut wurde. Okay, dann geht das so. Na gut. Gib mir nicht Stahlrohr und alles wieder. Das wirst du hier nicht produzieren. Na gut. Dann geht das ja so. Können wir hier noch einen Balkenplatz enden? Nee. Da reicht der Platz nicht für so eine Betonsäule. Also ich platziere die dann hier so hin. Das ging natürlich. Mal zwei Stück dahin oder so. Das sind aber einige Betonsäulen, die wir platzieren. Keine Ahnung. Ist die einzige Möglichkeit, ne? Wenn wir es platzsparend bauen wollen. Wir brauchen jetzt schon so viel Platz. Es fehlt Kabel. Ich habe keine Aggressionsprobleme. Ich? Aggressionsprobleme? Was? Never. Niemals. Meine Knarre hat nur hatte leider Hemmung. Oder so. Schusshemmung. Ich bin gefallen, meine Knarre ist losgegangen. Erklärt das dem Richter. Ich hab dich noch gar nicht getroffen. Was sagt der Awesome Sync? Und da noch ein bisschen bis im Coupon. Der bricht manchmal so ein bisschen ein, also irgendwie funktioniert das mit dem Stahl auch nicht komplett. Mal schauen. Eventuell ist er ein bisschen eingebrochen, weil ich Rohre geklaut habe. Ach so. Seth hat wieder gediebstahlt. Aha. Ein gemeiner Dieb also. So einer bist du. Ein Outlaw, würde man fast meinen. It is my honor and privilege to inform you that the fuel-powered generator, as well as the industrial fluid buffer, are now available. Due to a lack of gold in your sector, Caterium will serve as a suitable replacement to construct the fuel-powered generator. Your research into this element was valuable. In fact, you in particular are my most valuable pioneer, but don't tell the others I said that, it would be bad for morale. Oh, guck mal. Komplimente. Die sind wertvoll. Das sind immer ganz andere Töne von Ada. Ich meine, das Einzige, was wir von anderen Pionieren hier auf diesem Planeten gesehen haben, waren Leichen. Oder Überreste. Was man von uns, also keine einzige Fabrik sehe ich von den anderen. Bei uns sieht man einfach Riesenfabriken. Also wir scheinen sehr viel erfolgreicher zu sein, als die anderen Versuche hier. Würde ich jetzt mal behaupten. Steile These, ich weiß. Ja,
anderen haben es schon geschafft, Computer und alles herzustellen. Mhm. Stimmt. Den Dropships. Die waren halt einfach meistens handcrafted. Die saßen die ganze Zeit hier und haben handgecraftet. Recycelter Gummi, da haben wir das gleiche Rezept nochmal für Gummi zum Recyceln. Und reiner Katerium-Barren. Oh, Raffinerie und du kannst aus zwei Katerium-Erz und zwei Wasser kannst du einen Katerium-Barren machen. Statt wie es derzeit ist, in einem Schmelzofen nutzt dafür, hast du drei Katerium-Erz, die zu einem Katerium-Barren werden. Du sparst ein Katerium-Erz, dadurch, dass du ein bisschen Wasser hinzufügst. Das ist eine Steigerung um 33% oder so. 60% glaube ich sogar, ich weiß es gar nicht. Ne, 33%. Ja, irgendwie so. Ist eine Steigerung. Ein Drittel. Ist eine Steigerung. Noch lachst du drüber, bis du dann halt merkst, dass wir kein Katerium auf der Karte haben. Wir mehr brauchen. Macht ja erst Sinn, dafür extra noch Wasser zu benutzen, wenn Wasser in der Nähe ist. Schon overclockt, oder? Naja, nee, wenn halt Wasser in der Nähe ist. Wenn kein Wasser in der Nähe ist, macht es jetzt keinen Sinn. Oh, man kann es ja auch overclocken. Blablabla. Details. Eine Raffinerie kostet auch viel mehr Strom als eine, als ein Smelter. Details. Das sind alles Details. Ich meine, das ist definitiv ein Rezept, was eher gedacht ist, wenn du Atomkraft hast. Glaube ich. Das ist eins, wenn es dir einfach egal ist, was du noch anschließt an dein Netz. So ist das Rezept, glaube ich, gedacht. Wenn du halt dann mehr Katerium brauchst, weil du halt an die Limit kommst, von dem, was du abbauen kannst. Hab ich schon gesagt, du wirst jetzt noch sagen, das Rezept ist ja nicht so toll. Bis du halt an dem Punkt bist, wo du mehr Katerium brauchst, aber schon an jedem Knoten Katerium abbaust. Und statt overclockt und alles. Und du denkst, ich brauche noch mehr Katerium. Und dann hast du dieses Rezept. Dafür ist das da. Das ist also kein gutes Rezept für uns jetzt aktuell. Aber auch in the long run könnte es vielleicht interessant werden. Vorausgesetzt, es hält dich überhaupt so lange ans Spiel. Sonst wird es halt für mich irgendwann interessant vielleicht. Ich meine, das Spiel wird noch viele hundert Stunden dauern, ne, bis wir hier durch sind. Also macht ihr da keine falschen Hoffnungen. Das Spiel wird dauern. Das ist halt so. Aber du bist, das ist halt das Tolle an dem Spiel. Du hast immer wieder neue Herausforderungen, neue Sachen, die du machst und so. Das ist schon toll. Du machst ja nichts Langweiliges, außer wenn du handcraftest. Aber Fabriken bauen ist halt nicht langweilig. Du kannst dich auch kreativ austoben bei den Fabriken und so. Ich guck mal gleich die andere Betonfabrik an, die du gemacht hast. Ich habe übrigens auch gestern lobende Worte über dich verloren. Das hast du natürlich nie gehört. Ja, ich hab verglichen, wie du das zuerst gebaut hast und dann gebaut hast und dass jeder Anfänger so anfängt und Spaghetti und sowas. Und dass du eine schnelle Steigerung durchgemacht hast und so. Ja, ich hab dich gestern voll gelobt die ganze Zeit. Ich hätte auch gesagt, dass natürlich ein paar Sachen vielleicht ein bisschen besser aussehen könnten, aber insgesamt bin ich ganz zufrieden. Das ist auf jeden Fall schon nicht mehr hingerotzt. Das ist schon mal was. Da scheint Gedanken reingeflossen zu sein, das merkt man. Das ist doch immer was. Ja. Also zu positiven Wörtern bin ich halt nicht in der Lage. Das ist das höchste der Gefühle. Das ist der Deutsche. Genauso wie wenn du irgendwo was isst und es sagen möchtest, dass es mega gut schmeckt. Kann man essen. Ja. So sind wir Deutschen halt. Nee, macht's schon gut. Also, klar, jetzt im Vergleich zu, weiß ich nicht, dem Ding hier ist das natürlich auch ein weiter Weg, ne? Ich weiß nicht, ob du den Verstand verloren hättest, wenn du das Ding hier gebaut hättest. Ich verliere ihn schon langsam, den Verstand. Das ist schon groß. Das ist viel Rechnen, viel Gucken, viel durch die Gegend transportieren und
Boah. Das wird noch schlimmer in Zukunft. Das ist ja nur der Anfang. Jeder, der Satisfactory kennt, weiß, dass das hier nur der Anfang ist. Das ist das erste große Ding, was man baut. So eine Frame-Fabrik, Motorfabrik und so. Das ist so das erste große Ding, was man baut. Aber das ist noch weit weg vom letzten großen Ding, was man baut. Und das letzte große Ding wird deutlich komplexer als das erste große Ding. Ich glaube, beim letzten großen Ding können wir sogar beide an einer Fabrik arbeiten. Weil die so groß wird und so komplex mit so vielen Einzelteilen und Einzelabschnitten. Solange ich am Anfang alles ausrechne, wie viel wir von was brauchen, müsste das eigentlich gehen. Und wie viel Platz wir brauchen. Mhm. Das wird ein Spaß. Es wird übel, also ich kann es euch nur sagen, also wenn ihr in Satisfactory noch nie so weit geguckt habt oder noch nie so weit gesehen habt, ihr werdet Menschen sehen, die ein bisschen gaga werden irgendwann von den ganzen Bauen, weil das ist nicht, das kannst du nicht verhindern bei Satisfactory. Wenn du nur von Zahlen umgeben bist, du fängst auch irgendwann an von Zahlen zu träumen. Du gehst abends ins Bett und die Zahlen verfolgen dich einfach. Vor allem, weil die Zahlen ja nicht so schön bleiben, ne, wie sie jetzt sind. Jetzt sind die Zahlen ja noch alles schön. Das hört bald auf. Ich sehe das mein 13,34. Das ist noch gar nichts. Aber wir werden halt mit Untertakten so spielen, sehr viel, nehme ich an. Weil es das Sinnvollste ist. Man macht sich die Zahlen dann einfach gerade. Und dass sie passen. Ist halt sinnvoller als, keine Ahnung, als zu versuchen, zwanghaft irgendwie das irgendwie alles aufzuröseln. Da produziert man einfach die richtigen Mengen. Spart ja auch Strom. Also von daher, Win-Win. Du hast nicht so Kopfschmerzen und wir sparen auch noch Strom. Lass mich raten, wir haben keinen Ort mehr, wo normale Eisenplatten sind. Das heißt, auch die Eisenplatten werden jetzt knapp. Ich meine, ich könnte sie aus der Maschine klauen, aber eigentlich könnte ich das machen. Die produzieren gerade eh nichts, weil das Ding voll ist. Ich klaue ja nicht wirklich dann was daraus. Ist ja nichts, was benutzt wird. Die sind aber verbuggt, die Maschinen, ne? Das ist ein Partikeleffekt, obwohl die nicht arbeitet. Aber dazu habe ich auch schon viele Bug-Reports gelesen. Dass die Animationen der Maschinen kaputt sind. Ich meine, noch können wir keine Computer herstellen, oder? Das heißt, wir könnten eigentlich den nächsten Meilenstein auch schon erforschen. Ist halt leider nur sehr viel, was wir dafür brauchen. Also Plastik kann ich eben erfüllen, das ist kein Problem. Nur der Rahmen wird schon wieder knapp, Kabel wird auch knapp, Motoren, nee. Das geht nicht. So, Plastik habe ich erledigt. Habe ich einfach das Einfachste rausgesucht. Ja, du musst den Rest jetzt nicht craften. Also vielleicht, naja, auch die Kabel nicht. Der Rest wird ja gleich alles produziert, wenn die Fabrik hier fertig ist. Klingt doch nach einem guten ersten Task für diese Fabrik. Wenn sie da mal fertig wird. Was noch ein bisschen dauern wird, aber hey. Warte, wir brauchen hier am Ende, Moment. Wie teile ich das denn jetzt auf? Ich muss jetzt überlegen, wie ich das aufteile, weil wir brauchen am Ende für die Motoren brauchen wir, rein theoretisch brauchen wir, 3 Assembler, aber wir könnten auch mit 2 arbeiten.
oder wir arbeiten mit 300 Takten die leicht, damit wir ein bisschen Rotoren und Statoren bekommen. Modulare Rahmen brauchen wir wie viele? 12 Stück. Wir brauchen eine ganze Reihe modulare Rahmen. Eine ganze Reihe von den Dingern hier ist nur modulare Rahmen. Das heißt, die letzte Reihe hinten wird modulare Rahmen. Komplett. Weil danach brauchen wir 6 für die Dings. Und dann brauchen wir 8 Sampler für den Stahlbeton. Und die Frage, ob wir jetzt wirklich die drei sagen, dass die drei die Motoren machen, wir die dann untertakten, wenn wir irgendwie Rotoren oder so brauchen, oder hier einfach rausnehmen. Ist bisschen blöd dann aber. Weil dann werden wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh mein Gott, nochmal neu zählen, weil ich runtergefallen bin. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann ist das hier nämlich gar kein Fabrikator mehr. Das hier ist der eine einsame Konstruktor, der hier an der Seite steht. So, als wäre das so ein Auslaufmodell, was hier noch an der Seite steht. Was noch nicht geupgradet wurde. Das ist der Kleine von nebenan. Der kleine Bruder. Ja, Output kann ich ja gleich an die gleiche Stelle packen. Da haben wir hier auch vorne so eine Lücke drin, aber das ist schon okay. Das ist der kleine Konstruktor. Das ist der kleine Konstruktor. Schon so ein bisschen kaputt, der Konstruktor. Weil der läuft ja dann noch auf 50%. Der ist auch schon ein bisschen hin. Der kann nicht mehr so schnell. Ich meine, seine einzige Existenzberechtigung ist, uns Kabel und Draht herzustellen für uns. Also Draht ist schon da, aber die Kabel halt herzustellen. Strommäßig richtig teuer hier. Eieiei. Also die ganzen Ressourcen, um die ganzen Löffel zu bauen. Wir haben so viele Löffel. An jeder Betonsäule, die ich hier gerade platziere, kommen 2 von den Dingern dran. Oh, warum ist die Säule auch hier oben raus angucken? Das ist nicht richtig. Hey, warum guckt die Säule hier raus? Das verstehe ich nicht. Nirgendwo anders guckt die oben raus. Nur an der einen Stelle guckt die oben raus. Wenn man sie da hinstellt. Ich hab vielleicht ein bisschen gebogen. Hast du ja zu viel gegessen, Cez? Ah.
Das guckt halt hier einfach doof raus. Was soll denn das? Nirgendwann ist das bisher passiert. Nur hier. Kannst du den Weg vielleicht nochmal neu setzen? Wir springen spielen. Immer noch. Nee. Ist nur an dieser einen Stelle. Weil es ein Halbfundament ist, auf dem das Ding steht. Das war der Grund. Halbfundamente sind also einen kleinen Millimeter zu hoch. Interessant. Sodass Sachen, die man draufstellt, dann durch die Geländer oben drüber durch rausgucken. Haben wir was Neues gelernt, wa? Man lernt wohl nie aus. So, der kleine mutige Konstruktor hier. In der Reihe der ganzen Fabrikatoren. Und wenn er nicht gestorben ist, dann konstruiert er auch noch heute. Das sieht halt wirklich so aus, als hätte da jemand einfach irgendwie sich vertan. War nicht genug Budget da für das letzte Upgrade. Wir haben alle Konstruktoren durch die neuen Dinger ersetzt und dann war nicht genug Geld für das letzte da. Das ist die offizielle Geschichte. Fixer bezahlt nicht gut genug. Ja, und jetzt kommen die 12 Maschinen, die nichts anderes machen als Dingens. Modulare Rahmen. Die machen nichts anderes, als den ganzen Tag modulare Rahmen herzustellen. Ha. Ich will nicht wissen, wie viel Strom das hier kostet, was ich hier gerade baue. Strom ist wieder weg von der Fabrik. Ich kann ihn leider nicht mehr bauen, wenn hier der ganze Strom da rumliegt. Geht's noch nicht. In der Fabrik sollte wieder da sein. Ich meine, ein Ding braucht wie viel Strom? 15 Megawatt. Und wir stellen 35 Stück davon hin, ne? Das sind 525 Megawatt. Den letzten Schritt. Und wenn ich das anschließe, läuft diese ganze Fabrik durchgehend.
Die hört nicht mehr auf zu laufen. Auf 100%. Und wir haben, verbrauchen gerade schon 1946. Die Kapazität ist 2400. Wir kommen also an unsere Kapazität dann ran. Mit diesem Ding kratzen wir an unsere Kapazität. Wir sind drüber dann. Außer ich stelle das Öl wieder runter. Dann sind wir wieder drunter, aber... Das könnte ich auch mal machen. Aber das Öl verbrennt ja jetzt gerade nichts. Das macht ja nichts dahin. Weil es ja voll ist. Aber wenn wir das wieder anschmeißen würden drüben, das Öl, dann wäre vorbei. Dann wird es Power Outage geben. Problem ist, ich habe jetzt ja auch nur 3 Maschinen gebaut und die übertaktet und wir werden nachher irgendwie 20, 30 Maschinen brauchen. Könnte sein, dass wir noch ein Kraftwerk bauen müssen. Ich meine, die Kohle haben wir, aber ob ich die Lust habe, das ist die ganz andere Frage. Wir haben doch jetzt aber auch Treibstoffgeneratoren. Ja, aber die kosten ja auch alle Strom. Wir müssen da erstmal hinkommen. Ja, wir können die Fabrik hier einfach abstellen. Die ganze, also das geht natürlich, dass wir dann Treibstoff haben. Ja, ich muss halt mit einer Raffinerie anfangen und direkt schon einen Treibstoffding dann bauen. Ich muss das Kraftwerk quasi während des Bauens von der Raffinerie und so, muss ich das Kraftwerk direkt mitbauen und Stück für Stück upgraden, damit der Strom da ist für das die Raffinerie-Ding. Oder ich trenne die Raffinerie von diesem Stromnetz hier, anfangs. Mach das mit Biomass-Generatoren, bring ich das zum Starten, die Fuel-Generatoren, und dann baue ich das erstmal auf mit den Fuel-Generatoren und dann verbinde ich das Netz miteinander. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, um unangenehme Situationen zu vermeiden. Das Problem ist ja, das ist nur das obere Stockwerk hier, ne? Das untere wird schlimmer. Auch so eng wie die Inputs und Outputs sind, das wird ein Spaß. Da wird einiges an Wiggle notwendig sein. Ups. Ich habe meinen Fuß geschossen. Man merke, man sollte Potato Pet nie was der Knarre geben. Wobei, sonst wäre ich schon gestorben an den Spinnen. Ich bin so gespannt, wenn dieser Part online kommt. Ne? Ob das dann heute gucken, ob was die Kommentare dazu sein werden zu den Abenteuern, weil das war schon ziemlich episch. Fand ich schon geil. Wir haben zwar auch ein bisschen die Hose geschissen, aber wir haben keine Gefahr getrotzt. Also wir sind einfach durch. Wir haben uns da durchgekämpft. Wir haben das schon gut gemacht. Ah, das kriege ich schon hin. Irgendwie wird das schon funktionieren. Und wenn ich klippe durch die Sachen durch. Ich bin da sehr kreativ, was das angeht. Sorry, dass es so laut ist, aber so ist das, wenn man ganz viele Sachen platziert. Oh. Puh. So. Jetzt können wir schon mal die Maschinen hier oben einstellen, wo was hinkommt. Hier kommen Motoren hin. Motoren. Da. Hier kommen die Motoren hin, Mann. Dreimal Motoren, wir takten es dann halt vielleicht runter oder so, keine Ahnung.
So, dann kommt hier die alternativen Rezepte für Stahlbeton hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was wir halt haben, ist diese Zwischenwege hier. Und da ist ja schon ein bisschen Platz. Ich meine, auch diese Maschinen, die Fabrikatoren sind ja relativ breit. Das wird der Platz dann nicht unnutzen kann. Wir können ja unterhalb dieser Dinge auch bauen. Und hier machen wir Kabel mit einer Effizienz von, an der Taktrate von 50%, weil das kleine Ding ist leider schon ein bisschen kaputt. Das ist schon sehr alt. Deswegen ist das sehr langsam. Das machen wir hier. Machen wir abwechselnd die beiden, weil es ist im Endeffekt ist es egal, ob ich die abwechselnd mache oder nicht. Dann mache ich die, glaube ich, eine Seite mache ich Rotoren, die andere Statoren. Machen wir hier Rotor. Ich kann auch kopieren das Rezept einfach. Man muss sich immer suchen, wo das ist. So, Rotoren. Und hier kommen Statoren hin. Und da hinten kommen noch die Frames hin. War das auch erledigt? Ich glaube, die Stahlrahmen mache ich. Genau, ich brauche die Stahlversion. Wir haben auch noch diese Lücken hier. Die sind auch sehr wichtig, diese Lücken. Die helfen mir auch unten, dass ich hier ein bisschen sortieren kann. Ich meine, ich glaube, dieses Verkabelungsding oder dieses Vernetzungsding unten ist das Spannendste eigentlich für die Leute zu sehen. Aber ich habe das halt alles in den Keller gepackt, wo man nichts sieht, wenn ich hier arbeite. Ich meine, ihr seht ja die ganze Vernetzung hier. Ich meine, ihr guckt euch das an, wie ich das vernetze. Also, ich vernetze halt viel, ne? Ich vernetze überall. Hier sind überall Bänder und so. Das ist alles. Das ist die Stahlproduktion hier. Und die. Da kommen die rein, da werden die raus, dann gehen die durch. Mein Stahl ist relativ einfach, das sind nur zwei Lines. Kabel ist ja schon ein bisschen komplizierter, weil es mehrere Kabeldinger gibt. Das eine Kabel geht ja hier rüber, der hier durch diese Wand dann durch, die Fabrik drüben. Und dann habe ich hier schon aufgeteilt für die zwei Produktionen vorne, die wir jetzt vorne machen werden, haben wir schon aufgeteilt. Das hier sind die beiden, die für den kleinen Konstruktor sind, die hier vorne sind. Ich glaube, hier ist der Konstruktor, der ist da hinten. Hier ist der Konstruktor, da ist er. Da ist der Konstruktor. Da geht dann ein Kabel, Draht rein und hier geht Kabel raus. Hier gibt es noch einen Smart Splitter mit Überschuss für Depot und so. Okay. Aber Eisen ist schon wieder ein bisschen komplexer hier, die Sachen, die ich hier gebaut habe. Da kommen auch die Kabel von drüben hier rüber, ne? Aber hier sieht man auch, wie viel Platz man teilweise noch hat, ne? Also hier hätte ich überall noch Routing machen können und so. Das gleiche würde ich hier drüben ja auch haben, ne? Hier drüben. Das sieht zwar jetzt nach viel aus und die Ein- und Ausgänge sind alle eng beieinander, aber guck mal, wie viel Platz wir hier zwischen haben. Das ist alles Platz, in dem wir versuchen können, Sachen zu routen und irgendwie zu leiten. Dass das alles ordentlich ist. Problem ist nur, dass dieses Zeug muss zu der letzten Reihe jetzt. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig geplant jetzt. Aber ich kann es ja hier dann nehmen. Dann leite ich das hier an die Seite rum. Und dann gehe ich hier an der Seite entlang. Bis da hinten hin. Und dann splitte ich das da rein. Was wir auch machen können, was kein Problem ist. Was ich in der Base auch ganz hübsch finde eigentlich. Weil das hier ist vielleicht ein Problem. Ja, wir kriegen das halt nicht so gut da vielleicht rein. Wobei, wir haben hier so viel Platz, wir können das von der Seite aus splitten. Aber prinzipiell habe ich nichts dagegen, sowas zu bauen, dass wir hier noch eins weitergehen, eine Wand dran machen, ein Dach oben dran machen, mit Glas, wo man dann in die Laufbänder unten reingucken kann. Das ist eigentlich auch ganz cool, weil dann sieht man von außen so ein bisschen die ganze Magie, die unter der Fabrik passiert. Das haben wir ja drüben, haben wir das ja quasi, bei der Garage. Ist noch so ein weiter Weg, dass ich jetzt nicht dahin gehen möchte. Und es dauert halt, bis ich da bin. Die Fabrik ist halt groß mittlerweile. Hier rumzulaufen dauert. Es dauert sehr, sehr lang. Ja, diese Rohre werden ja jetzt woanders hin transportiert. Die Rohre müssten dann
Oh, die Rohre müssen an alle möglichen Positionen und auch verschieden aufgeteilt werden. Die Mengen. Derzeit tue ich alle Rohre einfach auf die Bahn hier drauf. Und ab geht's. Ab geht die Luzi. In den Austin Sink, in dem schon wieder ein Coupon ist. Aber das aufzuteilen wird tatsächlich ein bisschen schwieriger. Wobei, warte mal, was. Ja, aber das Problem ist, wir haben einmal 8 Assembler, die 192 Rohre brauchen. Aber ich glaube, die Rohre mache ich so tatsächlich. Müsste das gehen? Wir haben nur Rohre. Rohre produzieren wir nur in dieser Reihe. Und in dieser Reihe brauchen wir Rohre. Das heißt, ihr könnt die Rohre hier nehmen und ich leite die hier einfach durch und schlängel die hier durch. Tschup, tschup, die schlängeln sich dann hier so durch. Und dann schlängeln sie sich hier vorne wieder durch. Wupp, dann schlängeln sie sich hier durch. Und wenn die am letzten Ding angekommen sind, dann wird der Überschuss in den Depot geleitet und dann zum Außensink, wenn das Depot voll ist. Das müsste gehen. Dann dauert zwar ein bisschen lange, bis die Maschinen sich alle füllen, weil da halt 20 Maschinen dranhängen oder 24 Maschinen. Aber das füllt sich dann schon mit der Zeit. Teilweise, weil wir ja mehr produzieren, als die Maschinen brauchen. Wir produzieren nicht effizient. Es bleiben ja 4 Rohre und 18 Rohre pro Minute übrig. Damit füllen die Maschinen sich dann langsam. Und wenn die sich alle gefüllt haben, gibt es Überschuss. Das mache ich dann mit 2 Smart Splittern. Der letzte Input wird ein Smart Splitter sein, der nach rechts leitet und geradeaus, wenn voll, wenn die Maschine rechts voll ist. Und dann ein zweiter Smart Splitter vor einem Depot, der geradeaus schickt oder nach rechts schickt, zum Beispiel, wenn voll ist. Wenn das Depot dann voll ist und nach rechts geht dann die Line zum Awesome Sink. Und die werden alle verbunden und dann in einen Awesome Sink reingepackt, der dann hier hingestellt wird oder so. Der kommt hier draußen nochmal dran. Passend zu dem Awesome Sink, der da vorne ist. Würde ich dann vermutlich auch genau hier hinsetzen, wo ich jetzt hier stehe. Dann haben wir zweimal dieses Gebäude, was so hoch geht, an beiden Seiten. Beides war ein Awesome Sink. Einmal bei der Warenannahme, weil da sehr viel kommt, was sehr schnell weg muss. Und hier einmal, weil der Überschuss von der Produktion, die wir nicht mehr brauchen, dann auch hier reingeladen wird. So, die Rohre habe ich jetzt drin. Dann die Kabel. Ja, die Kabel haben wir ja aufgeteilt in 2 Bahnen. Das heißt, die Kabel könnten wir tatsächlich dann... die Kabel brauchen wir nur auf der mittleren Ebene, glaube ich. Ne? Die Kabel sind nur für die mittleren Sachen. Genau. Die einen Kabel müssen hier die eine Hälfte. Man sieht ja den Weg hier oben, das ist hier der Weg. Die eine Hälfte braucht die einen Kabel, die andere Hälfte die andere Kabel, das kriege ich schon hin. Dafür ist genug Platz, um die hier durchzuleiten, die Kabel. Hier eine Kabelreihe, hier eine Kabelreihe, Splitter. Hier die Rohre, Splitter, das geht alles. Das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Ich bin da guter Dinge. Oh, warte mal, das sind die Inputs, genau. Ja, das ist schon richtig, die in die Richtung zu machen. Weil es ja so eng ist. Man muss halt nur ein bisschen umdenken. Das sind die Outputs von den Inputs da vorne. Ne? Das ist wichtig, da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Man sieht das ja durch die Decke. Ganz praktisch. Und ja, es ist ein bisschen Hexenwerk, was ich hier mache, aber so ist es halt. Potato ist halt ein Hexe, was soll ich sagen? Not gonna lie. Hex, Hex. Behexe euch. Das Tolle an den Drähten ist, dass wir es schon aufgeteilt haben, dass es perfekt passt. Die Drähte haben wir aufgeteilt, die Rohre ist zu schwer aufzuteilen. Perfekt. Das kriegst du nicht hin. Also kriegst du schon hin 192 Rohre. Musst du halt Splitter. Dann machst du 3 der Splitter letzten Stufe zusammen, 2 der letzten Stufe, dann 2 von der und dann 3 von da und 2 hier. Kriegst du schon hin, dass du genau 192 Rohre am Ende rauskriegst. Aber wie viele Splitter soll ich hier hinbauen? Und nee, komm. Wir leiten die Rohre einfach im Manifold durch das ganze Ding. Fertig. Easy. Gar kein Problem, ey. Einfach keinen Stress machen. Ganz einfach. Einfach keinen Stress. Dann geht das schon. So. Jetzt ist nun die Frage, was ich wie wo. Ich muss überlegen, welche der beiden Drahtdinger. Eins der beiden Dinger braucht mehr Draht als das andere. Das braucht 40 Draht. 40 Draht. Und das war 30 Draht, ne? Ja.
Also 40 und 30 Draht. Die 40 waren die... Das Problem ist, wir müssen das Ding hier bald wegmachen, aber wir bauen jetzt einfach da durch. Wir klippen da jetzt einfach durch, weil... Das wird sonst nichts. Wobei, brauchen wir Klippen? Müssen wir Klippen? Ne, müssen wir eigentlich gar nicht. Hier kommen, glaube ich, die Großen an, hier kommen die Kleinen an, ne? Das sind die 1, 2, 3, genau, das sind die kleine Anzahl hier. Ist natürlich genau in der falschen Reihenfolge, aber das können wir oben ändern. Wir können das einfach oben ändern. Wir ändern die Reihenfolge der Rezepte einfach um. Weil das ist die große Anzahl, das ist die kleine Anzahl und das würde dann ja passen, wenn ich hier durch die Mitte einfach gehe, wo das schon perfekt der Weg hier ist. Wir gehen bis in die Mitte hier durch, der eine geht nach links, der andere geht nach rechts. Easy. Richtig elegant gelöst, als wäre das geplant gewesen. Das war tatsächlich geplant gewesen. Da kann ich mir tatsächlich jetzt auf die Schulter klopfen. Das war wirklich geplant. Ausnahmsweise mal. Etwas, was Potato geplant hat. Den Rest habe ich einfach gesagt, ja komm, wir haben genug Platz da und das wird schon irgendwie funktionieren. Diese Bahn habe ich aber vorhin schon geplant. Das hatte ich auch vorhin schon erzählt, dass wir das so machen werden. So. Hoppala. Ich habe noch hier oben einfach zu unbedacht einfach direkt die Rezepte reingeknallt, ohne zu überlegen, welche Richtung jetzt welches Kupfer geht. So. Da muss man auch noch gucken mit dem Kupfer, aber wir können ja das Kupfer hier zum Beispiel jetzt nehmen, das erstmal an diesem Ding hier vorbeileiten, dass die beiden Kupferdinger hier ankommen. Weil das Kupfer muss nachher da drüben hin. Das ist das einzige Ding, was ein bisschen ist. Das ist das einzige Ding, was echt ein bisschen meh ist. Dieser eine Konstruktor hier hinten, der ist halt meh. Und das hier eigentlich für Outputs, das sind die Outputs von dem Ding, ja genau. Konstruktor Input, Konstruktor Output. Das ist das einzige Ding, was meh ist, was scheiße ist. Oh, weißt du, was auch scheiße ist? Dass ich hier keine Stahlträger habe. Hari, du bist gerade frisch gekommen, das heißt, es gibt frischen Stahl für mich. Und frische Kohle scheinbar auch. Ich glaube, oben ist auch was kaputt und einer der Öfen läuft nicht oder so. Ich weiß es nicht. So, Stahlträger. Jede Menge Stahlträger herstellen. Und der Zwischenboden hier, da haben wir sogar noch Glück beim Zwischenboden. Wir sind relativ weit über dem natürlichen Boden. Das heißt, wir können auch noch Plattform abbauen und noch eine Ebene tiefer bauen, damit wir zwei Dinger übereinander oder kreuzen können, ohne dass sie klippen. Wir haben Möglichkeiten, hier noch ein bisschen kreativ zu werden. Da ich die nächste Festplatte durch habe, habe ich keine mehr reingepackt. So. Also siehst, wir kriegen immer noch gute Rezepte mit den Festplatten. Sind schon noch ein paar gute dabei. Und es gibt irgendwie 120 Festplatten im Spiel, mehr als man braucht. Für Rezepte. Wir brauchen alle. Ich weiß gar nicht, was du am Ende kriegst, wenn du dann noch mehr erforschst. Ich glaube, du kannst dich einfach in den Außensink packen, du kannst einfach nichts mehr erforschen. Das ist halt vorbei dann. Hast alle alternativen Rezepte irgendwann. Vielleicht gibt es aber nur noch Inventar-Upgrades, das kann sein. Ich meine, unser Inventar ist schon deutlich größer, als auch, wo wir angefangen haben.
So. Das Ding, aber wir können das abreißen, weil die Maschinen sind ja eh voll oben. Das ist ja egal. Das lädt ja nirgendwo rein, wo irgendwas wichtig ist. Also, das ist ja, kein Problem. Können wir einfach wegmachen. So, da wir das Kupfer können wir. Haben wir das Kupfer? Ja. Die Eisenrohre. Die Kupfer machen wir vorne, damit die Eisenrohre kein Problem haben, wir dadurch zu rasen. Würde ich fast sagen. Oder? Ja, ich denke schon. Ich denke schon, es ist klüger, die dann hier hinten zu machen. Dann splitte ich erstmal hier. Dann jedes zweite. Oh. Ich bin so froh, wenn das hier fertig ist. Dann gibt es noch das kleine Baut, die ich dran mache für die Stangen und Dings, aber ich habe wieder kein Kabel. Ich bin so froh, wenn die Kabel automatisch hochgeladen werden. Dann hat man vielleicht irgendwo mal keine Kabel, aber da muss man halt nur 2-3 Minuten warten, dann sind wieder Kabel da. Da macht bald was anderes kurz in der Zwischenzeit, als hier zu stehen und zu craften. Aber hey, bald ist es soweit. So, jedes zweite. Hier. Und hier. Hier kommt der Stahl rein. Also splitte ich erstmal so rum. Und dann so rum. Kommt der Stahl hier so rum rein? Nee, ne? Warte mal. Doch. Der Stahl muss ja nur in den letzten beiden rein, habe ich gesagt. Dann passt das nämlich genau perfekt. Dann geht hier der Splitter rein. Dann kommt hier der Splitter rein. Und immer so weiter. Immer so durch. Einfach durch. Bis zum Ende durchziehen. Wie ihr seht, Potato hat sich Gedanken gemacht. Potato ist zwar sehr dumm, aber auch sehr klug. Aber auch sehr dumm. Aber auch sehr klug. Der ist halt einfach beides. Ich bin paradox. Ich bin sehr dumm. Ich bin extrem dumm, Cess. Ich bin wirklich extrem doof, ne? Ich bin richtig dumm. Richtig, richtig dumm. Fast unfähig zu leben, aber ich bin auch richtig klug. Ich bin quasi Einstein. Ich bin quasi einfach beides. Ich bin Schrödingers Intelligenz. Das ist halt einfach labern, ey. Manchmal bin ich halt klug, manchmal bin ich halt dumm, was soll ich sagen? Manchmal habe ich kluge Einfälle, manchmal habe ich dumme Einfälle. Ich bin halt ein punktuelle Intelligenz. Wenn ich Glück habe, dann bin ich in dem Moment intelligent, wo es am dringendsten notwendig ist. Wenn ich Pech habe, nicht. So. Oh. Kupferleine 1. Wenn ich Steuerung drücke, sagt er, das ist gerade angeblich für ihn. Das soll gerade für ihn gewesen sein, okay? Ja, das ist irgendwie manchmal echt merkwürdig. Ah, ich weiß. Das ist ein Problem. Wir sollten das durch die Mittler. Wir sollten das hier in der Mitte durchtreiben. Ah, das ist nicht das Problem. Das kriegen wir hin. Wir machen eben hier das so und so. Dann wird das beides gemerged. Und dann ist das hier die dritte
Kupferleinen. Und dann gehen wir mit den Lines jetzt hier einmal rum. Damit die in der Mitte durchlaufen. Durch den Bass, den ich geplant habe. Das war das, was ich geplant habe, dass sie in der Mitte einen Bass haben. Hier, wo das alles durch kann. Das war der Teil der Planung. Und ich muss halt leider auch sagen, das war das Wichtigste, was man planen muss. Das ist halt wichtig. Du musst irgendwo einen Bass haben, wo die ganzen Ressourcen von A nach B fließen können. Schade, dass er nicht da richtig reinkommt. So. Ich würde noch vielleicht eins weiter nach rechts gehen. Bisschen schade, aber. So ist es halt. Ja, ich kann labern. Ich kann Leuten ein Kind im Bauch labern. Das ist meine Superfähigkeit. Nicht jeder Superheld hat die gleichen Fähigkeiten. Wäre langweilig. Die Dinger oben brauchen weniger als 60, ne? Das heißt, wir können die billigen Förderbänder hier nutzen. Aber mir fällt gerade was ein. Das funktioniert noch nicht so. Also außer wir kreuzen das. Aber das kriegen wir auch hin. Moment. Lass mich kurz nachdenken. Das kriegen wir hin. Moment. Kein Problem. Da war ich ein bisschen zu enthusiastisch. Wie ihr seht, wir haben sehr viel Boden da unten. Wir haben sehr, sehr viel Boden da unten. Niemand hält uns auf, eine Mauer zu bauen. Doch. Also. Außer wir heißen Trump. Das Bauamt hält dich auf. Das Bauamt hat hier keine Macht. Du bist vom Bauamt? Bist du dir sicher? Das Bauamt läuft mittlerweile auch mit Waffen rum. Wenn wir den, das passt genau doppelt, ne? Das ist genau ein Doppelsplitter, wunderbar. Die da oben kann ich sowieso lassen, weil die bleiben dann da oben. Nur die hier unten werden, die werden dann nach unten platziert. Das heißt, wir machen hier eine Rampe rein. Rampe in den Keller. Hä? Rampe in den Keller. Mhm. Ich hoffe, dass es bis hinten durchgeht, das Terrain passt. Aber ich denke schon, dass das passt. Ah, hier könnte es knapp werden. Da ist es schon zu hoch. Das könnte sehr knapp werden. Hier haben wir schon zu hoch, aber ich könnte es noch anders machen. Eine Möglichkeit habe ich noch. Ich kann noch einen Meter nach oben. Das wird zwar ein bisschen janky dann, aber das. Es wird vielleicht auch ein bisschen klippen dann, aber nicht so extrem, wie wenn man das so machen würde wie gerade eben. Da würden sie nämlich direkt durcheinander laufen. Und diese Splitter hier, die nehme ich jetzt und ziehe sie eine Stufe tiefer. In der Hoffnung, dass wenn ich das jetzt so baue, dass ich, wenn ich hier jetzt eins durchmache, ich meine, es geht schon, ne? Ihr seht, wenn man das jetzt hier von denen ins den leiten würde. Die Ressourcen klippen durch das andere durch, aber die Bänder klippen nicht ineinander. Also nur ein kleines Stück vielleicht hier vorne an der Spitze. Ja. Ganz klein bisschen. Es wäre natürlich schöner, wenn es noch eins tiefer wäre, dann sieht es noch besser aus, aber
Was ich vielleicht versuchen könnte, ist, jetzt wo das so ist, könnte ich das hier vielleicht eins näher machen. Vielleicht ist dann der steilere Winkel noch möglich. Weil wenn der möglich wäre, dann sieht es, glaube ich, noch besser aus. Ja. Jetzt klippt das auch nicht mehr rein, aber die Ressourcen würden halt klippen, optisch. Weil hier kommt Kabel durch, also die sind zu groß, aber... Aber wenn da nichts drauf ist, sieht das gut aus. Was ich halt machen könnte, wenn Leute jetzt sagen, das sieht mal scheiße aus, dann... Ich könnte alle die Splitter ein bisschen weiter nach vorne setzen hier hin. Aber dann habe ich keinen Platz mehr für die Splitter hier vorne. Nee, hier sind Mercher. Mercher brauchen nicht so viel Platz. Ich könnte quasi alles ein bisschen nach vorne schieben, damit die Dinger ein bisschen gerade auslaufen unter dem anderen Band. Ich kann das mal einmal hier zeigen, wie ich das meine. Dafür muss ich aber den Splitter, da muss ich den Boden einmal hier abreißen und den dann hier unten platzieren. Da muss halt was richtig eingestellt sein. Es reicht ja, wenn ich da mal zeigen kann, was ich meine. Wenn man die jetzt ein bisschen weiter hier hinschieben würde. So könnte ich jetzt hier quasi ein Stück geradeaus unten durchgehen, dann nach oben gehen. Und dann hätten wir gar keine Probleme, wenn es hier durchgeht. Ah, dann haben wir ja genug Platz. Selbst wenn wir jetzt noch die Plattform hier hinbauen würden, wäre noch genug Platz. Ich überlege gerade, ob ich das vielleicht sogar so mache, aber dann muss ich gucken, was der engste Winkel ist, mit dem das geht. Mein Brand, theoretisch sollte es schon reichen, wenn man hier ist. Eins weiter quasi. Und wenn ich das Ding dann auch eins weiter hier rüber schiebe, müsste das eigentlich reichen schon. Aber ich muss das ja eins höher platzieren, genau. So. Wenn das quasi hier stehen würde, dann reiße ich das ab, nehme das hier hin. Dann kann ich hier ein kurzes Stück geradeaus machen. Ein kleines Stück reicht sogar schon. Und dann geht das mit den Bändern, seht ihr? Dann passt das da drüber. Dann sieht es auch optisch gut aus. Selbst mit Ressourcen drauf. Klippt vielleicht ein ganz klein bisschen rein, aber nicht mehr so extrem. Ich kann, glaube ich, sogar noch eins weitergehen hier, oder? Ich glaube, ich kann sogar zwei Stück nach vorne gehen und dann geht es immer noch da rein, ja. Dann wäre es perfekt frei. Dann machen wir das doch so, oder? Klingt doch nach einem Plan, würde ich behaupten. Was wir dann eben machen, ist, damit wir die Splitter oben platzieren, machen wir nochmal den Boden hier rein. Ich will nicht zwei übereinander platzieren, das ist doof. So. So, immer der linke ist das. Aber ich muss auch den Splitter mal gucken, dass der die richtige Reihenfolge hat. Der linke ist es immer so. Ich habe irgendwas falsch gemacht wieder. Moment. Ja? Müsste ja näher dran sein, die hier. Die können ja ruhig komplett nah dran sein, oder? Ah, nee, nicht ganz nah dran. Der muss näher dran sein als gerade. Das hatte ich gerade eben anders platziert. Ich glaube, es war so ungefähr. War eins weiter als der. Mache ich das nur, damit das hier unten hübsch aussieht, damit jemand sagt, du hast da unten aber ganz viel rumgeklippt. Mache ich das nur deswegen. Ups. Da war eine Kakerlake. Deswegen habe ich geballert. Hast du getroffen? Mhm. Wie ist jetzt Matsch? Hier ist eine Matcha-Lake. Kannst jetzt Matcha-Tee draus machen. So. Immer zwei Dinge nach vorne und dann nach oben. Zwei Dinge nach vorne. Da
Dinger nach oben. Zwei Dinger nach vorne, dann nach oben. Warum komme ich hier nicht durch? Weil irgendwas falsch platziert ist. Der ist falsch platziert. Nein, Spiel. Zwei Dinge nach vorne. Dann nach oben. So, und jetzt können wir die Dinger hier immer verbinden. Und hier brauchen wir gleich auch die Mark IV Bänder, weil das so viele Stahlrohre sind. Aber gut, dass wir die schon haben, wa? Weiß nicht, was er da gerade getan hat, das Spiel, aber manchmal macht er sehr weirde Dinge mit den Bändern. So. Jetzt können wir hier das hier nochmal ein bisschen abreißen. Dafür sorgen, dass es jetzt den Weg hier runter geht. Und da geht das ganze Zeug da rein. Und ihr seht, es wird ein bisschen klippen. Das seht ihr mal. Aber es ist immer noch besser als das gerade eben. Oh. Der steht ein wenig zu weit. Hätte ihn noch weiter reindrücken können? Was? Ah, naja. Ein gültiges Format? Was? Das hat doch gerade eben funktioniert. Hä? Was labert das Spiel? Das ist das gleiche, was ich die ganze Zeit gerade gemacht habe. Das ist, überall ist es genauso. Und hier sagt er auf einmal, nee, ungültig, funktioniert so nicht. Also, was ich auf gerade gestellt habe. Der optische Unterschied war nicht vorhanden, aber egal. Deswegen fiel es mir auch nicht auf. Weil da kein Unterschied existiert. Optisch. Wie sehr das jetzt klippt, sieht man ja jetzt. Wobei, es klippt gar nicht. Weil das Band so groß ist, klippt das nicht. Also es klippt unten rein, aber es klippt nicht oben raus. Sehr praktisch, oder? Hatte ich Lack. Habe ich Lack gesoffen. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass der Boden mitspielt. Warum habe ich hier ein Laufband schon hingesetzt? Keine Ahnung. So. Spielt der Boden mit? Aber das können wir gleich raus. Aber weil wir müssen eh erstmal den Boden einmal rausreißen. Ja, der Boden spielt, glaube ich, mit. Nicht ganz. Oh, da ist ein Stein. Naja, passiert. Werden sie überleben. Ein Stein kann es sogar fast überdecken, weil wir die Dinge dann platziert haben gleich.
So, damit ist die Frage geklärt, wie ich das machen will. Glaube ich. Hoffe ich zumindest. Dass ich alle Fragen beantwortet habe damit. Das war sogar das Schlimmste aller Puzzle, das ich lösen musste. Die anderen sind aber nicht mehr so schlimm. Weil ich die mit der gleichen Methode lösen kann. Das hilft halt schon viel. Dass ich das gleiche Technik bei allen anderen Dingern auch anwenden kann. Habe dann gleich die ersten zwei Reihen komplett fertig mit dieser Technik. Das ist jetzt die erste Reihe, die gleich fertig ist. So. Ja, wir können auch einfach das hier machen. Wir können diese Dinge einfach schon direkt zwei davon entfernt platzieren. Nee. Die hier sein. Jetzt einfacher. Oh, warum ist das hier so eng? Aber das ist immer auf der einen Seite so eng, ist okay. Verkabelung wie Profi hier. Das ist immer Verkabelung, dabei ist es eigentlich eine, weiß ich nicht, wie nennt man das? Vernetzung? So, dann können wir das Mark IV endlich schon hier vorne drüber setzen. Dann sieht man auch das Clipping, das nicht existiert, oben raus. Das beste Clipping ist das, was nicht existiert. Oder halt das, was man nicht sieht. Das ist auch einfach so. So, dann Mark 3 Bänder. Die beiden Drähte hier rüber gebracht, dann setzen wir hier noch diese Dinger, die Bodenplatten rein, einfach damit der Stein wird zwar nicht ganz überdeckt jetzt hier, aber warte mal doch, den Stein kann ich ganz überdecken, weil wir brauchen das ja nicht. Nee. Weil warte mal, können wir da so ein Kantending reinmachen? Das hilft das ja so ein bisschen, wenn ich hier das hier nehme. Ja, fast verdeckt der Stein. Meine gleiche Kante kann ich auch hier vorne reinmachen. So eine Kante, so eine Rampe. Dann sieht es wenigstens ein bisschen sauber aus. Na, jetzt sieht es aber auch schön aus, oder? Spaßig wird das Merchen gleich noch hier. Das wird auch noch spaßig. Das Merchen, das sind ja die Outputs. Das heißt, das Merchen muss auf dieser Bahn passieren, aber dann wird das über diese Bahn hier drüber laufen. Ja. Und dann muss ich gucken, wo ich das gemerchte Zeug hinbringe. Das muss ja in die andere Richtung, das muss da zum Awesome Sink. Aber nee, ja, auch, nein, teils, je nachdem. Das eine vielleicht rechts, das andere links, dann erstmal zu den Maschinenformen hin und dann zum Awesome Sink. Muss man mal schauen.
Beide müssen hier rüber. Aber wir können die beide hier drüber leiten. Über diese Dinger. Gerade drüber. Dann leiten wir die beide hier draußen rum. Bumm. Und dann gehen die beide hier rüber und füllen diese Maschinen hier auf. Hier müssen wir das auch noch nach unten setzen. Dann müssen wir hier das noch mal ein bisschen umbauen im Boden. Das kommt dann auch noch. Naja. Ey, man muss halt schauen, ne? Man baut und baut und baut und schaut dann halt einfach, wie es läuft, ne? Das ist zumindest meine Taktik immer. Meistens geht es ja am Ende ganz gut auf, würde ich sagen. Also bisher hat sich zumindest noch niemand beschwert. Also schon mal was. Ja, man könnte den einen in die Decke schieben, aber... Ich bin mir nicht sicher, weil ich glaube, das würde oben vielleicht rausschauen. Du kannst ja nur einen Meter in die Decke schieben. Und die Bodenplatte hier oben ist ein Meter. Wenn du einen Meter höher schiebst, dann guckt der, glaube ich, oben raus. Gut, der wäre in der Maschine drin, also man würde es, glaube ich, nicht sehen. Man würde es nicht sehen, aber ich finde, das ist so in Ordnung. Das Clipping hält sich halt wirklich in Grenzen. Ja, wenn man jetzt hier drunter unter diesen Bändern steht, dann sieht man, oh, das klippt dadurch. Ja, gut. Aber man kann immer noch beide Ressourcen auf beiden Bändern sehen oder erkennen, was drauf ist. Das reicht mir. So. Jetzt wollen wir die Rohre aber auch mal transportieren. Obwohl, nee, die Rohre kommen am Ende, muss ich anschließen. Die Rohre kann ich jetzt nicht anschließen. Die müssen weiter verarbeitet werden. Die müssen in den Ostensink, sonst hat Harry ein Problem. Sonst rastet Harry aus. Ich meine, die ganzen Ressourcen müssen ja nicht weit. Die müssen nur hier hin und dann zu... Hier in die Inputs. Drei Maschinen. Die ersten drei. Eins, zwei, drei. Bumm. Das war's. Dann ist es durch. Alles, was aus dieser Reihe kommt. Ein Output. Lass uns erstmal den Output hier fertig machen. Da haben wir auch die Drähte final abgeschlossen danach. Vielleicht reicht das sogar schon, aber wir müssten halt nochmal. Nee, ja. Wir müssten mal schauen. Was machst du eigentlich gerade? Ich renne hier rum. Rennst hier rum? Oh. Oh. Ich will gerade, ob ich irgendwas habe, was du machen könntest. Kann 200 Motoren craften. Ja, aber das ist halt wieder dieses, ich schick den Zest dazu, um was manuell zu craften. Das ist halt auch irgendwie langweilig. Wobei, ich hab dich noch nie dahin geschickt. Das ist halt einfach gemacht, auch wenn du dich gelangweilt hast. Ich überleg grad. Ist echt schwer. Ich hätte jetzt... Aber das Problem ist, wenn ich das halt jetzt schicken hole oder schicken mache, dann das könnte halt durchaus sein, dass wir das ändern werden. Aber ja, ja, aber das Abbauen würden wir sowieso da lassen. Also wir würden dann mit dem Zug dahin kommen und das abbauen, also wegbringen von da. Gibt so ein paar Ressourcen, die wir bald mal vielleicht automatisieren sollten. Namentlich Schwefel. Schwefel ist 1200 Meter weg von uns. Das wäre auch ein kleines Abenteuer für dich. Ist halt so eine Sache, die mir gerade einfällt, die man machen könnte. Damit gibt es auch wieder Pum-Pum und Peng-Peng mit Schwefel. Schwefel werden wir brauchen für die Munition. Ich habe das letzte Mal ja manuell abgebaut. Also mit Minern, aber... Aber du würdest halt dann nur eine Hütte bauen, um das abzubauen dort, ne? Also du machst damit nichts weiter als abbauen. Weil du musst das nicht weiterverarbeiten. Also außer du hast Kohle in der Nähe dort, dann könntest du es direkt zu Gunpowder machen. Das wäre natürlich noch epischer, aber ich glaube, da ist keine Kohle in der Nähe. Da musst du mal schauen.
Vielleicht ist da ja Kohle in der Nähe, ich hab's einfach nicht gesehen. Ich hab da nicht drauf geachtet auch, also von daher. Könnte sein. Ah, ich fällt gerade auf, die müssen auf zwei verschiedenen Spuren gemerged werden, ne? Die können ja nicht zusammen auf ein Ding gemerged werden. Also sie können schon, die Verhältnisse müssten passen am Ende. Weil es ja 1 zu 1 Verhältnisse, aber... Ah. Ja, jetzt wird's hier eng. Jetzt wird's hier wirklich eng. So eng, dass wir vielleicht tatsächlich in Probleme kommen. Ich hatte nicht gedacht, dass es so eng ist in einem Fabrikator. Ich meine, es wäre nicht so eng, wenn ich das hier näher rangepackt hätte noch. Aber noch näher geht, glaube ich, nicht. Zumindest nicht, wenn wir das Clippen verändern wollen. Ich meine, das hier wäre noch machbar. Das wäre jetzt noch nicht so schlimm. Das wäre noch ein Clipping, was ich akzeptieren kann. Aber das Problem ist auch, dass das Zeug hier vorne, das wird ja nicht hier unten durchleitbar sein, oder? Ja, unten drunter halten. Wenn jetzt eine Plattform weg wäre, dann können wir das schon machen. Wenn die Plattform jetzt hier weg wäre, dann kann man das schon da unten durchleiten. Wäre sehr scuffed. Ich könnte es natürlich auch hier drin drunter durchleiten. Das ginge auch. Wäre auch die einzige Möglichkeit, die ich sehe, das irgendwie noch einigermaßen sauber zu machen. Ja, es wird spannend. Es wird auf jeden Fall spannend. Es bleibt spannend. Ich meine, idealerweise würde ich es dann rechts dran vorbeischicken und nicht links. Dann würden die Merger hier zumindest so bleiben. Kann man das so nah dran machen? Ja, oder? Wenn man das Ding dann abreißt, dann verbindet sich das automatisch, oder? Wenn das so nah dran ist. Ist das jetzt verbunden? Ich denke schon. Ich kann kein Laufband mehr platzieren. Also nehme ich an, dass das verbunden ist. Ich muss das einmal testen, glaube ich, an einer Stelle, ob das geht. Nee, keine Kohle in der Nähe. Oh, dann einfach nur abbauen. Einfach ein schönes Hütchen bauen. Tatsächlich die wir schon abbauen. Oh, dann ein schönes Hütchen dahin bauen und dann go for it. Einfach erstmal lagern oder so. Bis wir dann Züge haben. Ja, ich muss halt überlegen, was ich dir halt immer so gebe. Puh. Danach wird es schwierig. Ich könnte Quarz, aber Quarz wird... Müssen wir mal schauen wegen den Rezepten, die wir da jetzt als extra Dinge haben und so. Das ist ein bisschen schwierig. Ob wir das mit dem Wasser machen und so, da muss ich halt erstmal überlegen, wie die Quarz-Situation überhaupt aussieht. Was wir überhaupt für Möglichkeiten haben bei Quarz. Ich weiß es gerade nicht. Das müsste ja die Situation von oben sein, ne? So, dann will ich mal gucken, ob das funktioniert. Dann packen wir hier oben einen Container hin. Ne, warte, ist noch eins höher unten. Packen wir hier ganz nah dran einen Fusionator, ganz nah dran. Gefühlt viel zu nah dran, aber hey, schauen wir mal. Dann setzen wir den hier dran und verbindet er sich jetzt automatisch. Sagt es gerade in ein anderes Objekt, was nicht klug, was nicht gut klingt. Also bisher sehe ich, also ich habe auch nichts reingepackt. Da kommt da unten nichts an, wenn ich oben nichts reinpacke. Ah, das kommt da raus. Also klappt das.
Dann können wir ja tatsächlich noch ein bisschen mehr tricksen. Das ist gut zu wissen, dass das geht. Dann können wir noch ein bisschen mehr tricksen hier. Dann machen wir die alle noch viel, viel näher dran. Da haben wir ein bisschen mehr Platz und so. Hier, die können auch viel näher dran. Die müssen wir gleich neu platzieren. Ich bin kurz davor, Global Illumination Light auszustellen. Weil es teilweise echt schwer ist, hier Sachen zu sehen. Alter Schwede. Sieht ja hübsch aus und so, aber... Ich verstehe, warum sie es geändert haben von Update 8. Aber... Sie wollten es halt mehr in Nein bringen, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Also mit der Optik ohne Global Illumination. Damit man halt im Dunkeln noch ein bisschen was sieht, aber das funktioniert einfach nicht so ganz. Es ist eher so ein blauer Schimmer, den man die ganze Zeit sieht. Was auch weird ist. So. Beim Splitter können wir das aber nicht machen. Da haben wir keine Möglichkeit, damit irgendwie zu tricksen. Weil doch können wir. Wir können die Splitter ja noch näher dran machen, dann hätten wir mehr Platz auf der Seite hier, oder? Jetzt brauche ich alles wieder neu. Also ich meine, wenn wir die jetzt richtig nah dran machen, hätten wir richtig viel Platz hier, ne? Dann hätten wir auf jeden Fall genug Platz. Da müssen wir tatsächlich das machen, weil das müssen wir halt machen, weil, ja. Platz. Platz ist eine Mangelware und eine Ware, die wir hier sehr, sehr behutsam nutzen müssen. Ich meine, die können, glaube ich, die können eh nicht näher ran, die hier, oder? Können die noch näher ran dann? Ich weiß nicht, ob die dann noch ein Stück näher ran können, vielleicht. Weil sie dann auch eher klippen würden, ne? Überweise, fällt mir gerade ein. Chip, wir hatten die ja schon mal näher dran, ne? Dann klippte das halt eher. Ah, stimmt. Aber wisst ihr, was ich machen kann? Ich habe eine andere Idee. Ich habe eine Idee, bei der es nicht klippt. Also... Schon ein bisschen, so wie es jetzt auch klippt, so ein bisschen, aber besser. Deutlich besser. Wartet mal ab. Er sieht das gleich. Weil das, was ich jetzt tue, das gehört einfach dazu. Satisfactory. Man baut was und man reißt es wieder ab. Man baut was, man reißt es wieder ab. Weil man halt merkt, okay, vielleicht habe ich eine andere Idee, die besser funktioniert, die besser aussieht. Ich meine, eigentlich ist das genau das ja der Grund, warum ich das auf zwei Ebenen mache. Damit hier nur unten niemand hinguckt, weil das sieht hässlich aus. Eigentlich ist es der Grund, warum ich das hier unten baue, damit ich einfach bauen kann, wie ich will. Aber jetzt sitze ich halt doch hier und mache es schön. Das ist ein satisfactory Moment. So. Das hier. Ihr könnt das Ding hier einfach eins weiter runtersetzen. Und schon haben wir nicht das Problem, dass dieses Band nach oben muss, wisst ihr? Damit können wir jetzt noch enger bauen. Damit können wir wieder wie vorher bauen. Komplett eng dran. Gar kein Problem. Problem gelöst, würde ich behaupten, oder? Wir haben nochmal locker 2 Meter gut gemacht. Und 2 Meter reicht für was? Für ein Förderband. So, dann Logistik. Splitter, und jetzt können wir die so nah dran machen, wie nur geht. So nah dran, so nah. Die Dinge erst neu platzieren, da verbinden die sich ja automatisch da dran. Was?
Was will das Spiel gerade von mir? Ich kann, nicht mal diese Dinge hier platzieren. Hä? Was ist hier los? Hier war ein unsichtbarer Förderlift, okay. Kann man ja auch mal machen, ne? Einfach ein unsichtbarer Förderlift. Warum nicht? Ist auch mal was Neues, ne? Also sind sie halt mal unsichtbar. So. Jetzt können wir hier richtig schön reindunsten. Oh, ist das schön. Richtig eng an eng. Wir alle lieben doch eine enge Fabrik. I love tight factories and I cannot lie. So. Das wieder nicht richtig platziert. Ja. Und wie läuft's bei deinem Schwefel? Gut, glaube ich. Okay. Das ist ja keine lange Aufgabe leider. Gib dir einfach Mühe beim Bauen. Muss man deine Betonfabrik angucken. Ich hab das hier jetzt schon unnötig groß gebaut. Ja, groß muss es nicht unbedingt sein, nur schön. Das Problem ist halt, du musst halt nur abbauen, du brauchst halt nur ein Lagerhaus im Endeffekt. Oder du kannst dir Gedanken machen, wie ungefähr so eine Zugstation aussehen könnte. Das Problem ist, du weißt nicht, wie groß die sind. Die sind gigantisch groß. Das ist das Problem. Das Problem ist halt auch, hier sind diese hässlichen Pilzbäume, die man nicht abbauen kann. Oh nee. Da könntest du was Cooles bauen. Du könntest die komplette Ader, komplett drumherum, quasi entweder baust du halt mit Schützen oder ein komplettes Haus, was richtig hoch geht, das was so ein bisschen raussteht, dann raussticht aus der Landschaft und du transferierst das Erz von unten, den Schwefel, nach oben auf die obere Ebene und dort ist das Lager, wo dann der Zug andockt. Dann ist das auch einfach, den Zug dadurch zu verleiten, weil der Zug wird nicht am Boden fahren, wenn da überall Pilze sind, die man direkt machen kann. Da wird der Pilz dort eher aus der Luft kommen. Der Zug. Der Zug kommt aus der Luft. Also, aus der Luft, in Anführungszeichen. Der kommt über eine Brücke. Ich sehe es halt jetzt nicht, deswegen schwer, aber wenn du mir sagst, dass da überall Pilze sind, die man abbauen kann, klingt das für mich nach einer Situation, nach ein Hochhaus zu bauen. Also nicht so hoch wie Empire State Building, aber ein höheres Haus zu bauen. Weil das ist eh nur eine Schwefelquelle, oder? Oder sind da mehrere? Hier ist nur eine. Ja. Die sind super weit verteilt. Ja. Es gibt, glaube ich, irgendwo ein Cluster, aber keine Ahnung, wo das auf der Karte war. Ich erinnere mich nicht mehr, wo mehr. Ich glaube, Cluster ist auch zu viel gesagt. Ich glaube, es gibt einen Ort, wo zwei sind, auf jeden Fall. Schwefel muss man so ein bisschen eine Zugtour machen, wo der Zug das einfach überall einsammelt. Das ist halt so. Das kann man nichts machen. Aber das ist ja auch, das soll ja auch so sein. Wir schalten ja Züge frei aus dem Grund. Damit wir dann sowas bauen können. Das ist ja der Sinn dahinter. Oha, Schock. Schockstarre erstmal hier. So. Züge haben eine Daseinsberechtigung in diesem Spiel. Was? Ich meine, nicht nur in diesem Spiel. Es hat es in Factorio auch. Also Factorio sind Züge auch sehr wichtig. Also. Ich muss die Schwefelader nicht mehr sehen. Die sind eingebaut. In Ordnung. Hauptsache, du machst draußen vielleicht ein Schild hin, damit man sieht, dass es Schwefel ist. Nein, keine Ahnung. Überleg dir halt einfach was. Ich will dir gar keine Vorschriften machen, wie du was zu bauen hast. Mach das einfach. Du kriegst das schon hin. Ich hatte vollstes Vertrauen in dich. Du hast bewiesen, dass du das jetzt besser kannst. Am Anfang wollte ich dich auch nicht sowas schicken. Sowas hätte ich dich zum Beispiel am Anfang des Spiels nicht machen lassen. Ich will gedacht, nee, dann sieht das nachher scheiße aus. Dann muss ich das alles wieder neu bauen. Wäre wieder gegangen. Wer hätte ja meiner drauf gepackt, wäre wieder gegangen. Ja. Aber jetzt, wo ich das gesehen habe, dass du dir auch mal Mühe geben kannst, da
Ja, dann mach das halt mal auch schön. Ich krieg's da schon hin, das wird schon gut genug aussehen. Und wenn es nicht gut genug aussieht, dann gehe ich halt nicht mehr oft dahin. Dann sehe ich das auch nicht. Problem gelöst für mich. Aus den Augen, aus den Sinn. Hauptsache für mich, das Wichtigste für mich ist, dass der Schwefel dann einfach mit dem Zug ankommt. Das ist die Hauptsache, das ist das Allerwichtigste für mich. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste für uns allgemein in der Base hier, dass der Schwefel dann irgendwann ankommt. Damit wir wieder Peng-Peng machen können. Ja, aber Factorio ist auch für Züge sehr wichtig. Wobei es Leute gibt, die halt Trainless spielen. Ich meine, das kann man ja auch hier. Man kann ja auch hier Trainless spielen. Man kann vieles im Leben, sage ich mal. Ne? Man kann vieles im Leben tun. Man kann sich da ja frei zu entscheiden. Ne? Ich meine, ob das clever ist, das zu tun, weiß ich nicht. Ich kann euch von meiner Erfahrung sagen, ich habe damals auch Trainless gespielt. Also ich habe schon Züge gebaut manchmal, aber einfach nur aus Optik, weil ich es schön fand. Ich habe die Züge aber nicht wirklich benutzt für Transport von Sachen, weil, also schon ein bisschen, aber ich habe irgendwie eine Zugstrecke gebaut, das war's dann. Das war halt, wie ich früher gespielt habe. Ich habe halt auch ganz viele, ich habe in der Wüste überall Fundamente gebaut und ich habe Cess davon einen Screenshot geschickt. Und der Cess kann ich davon berichten. Das waren 12 Bänder nebeneinander, dreimal hoch und das waren alles die Mark IV Bänder. Und das war alles voll mit Erzen und sowas, die alle in die Base kamen, die Hauptbase. Eine große Mega-Factory. Das habe ich früher auch gebaut. Aber glaubt mir, ey, ich saß an diesen Förderbändern, saß ich irgendwie 20 Stunden. Die musste ja durch die ganze Walachei geschickt werden und ich wollte das ja alles schön bauen mit geraden Flächen, mit Fundamenten. Da gingen dann Fundamente Berge hoch und sowas und dann kamen da ganz viele neue Bänder dazu. Die haben sich alle kumuliert zu so einem riesen Förderband. Ja, es sieht irgendwie ganz cool aus, wenn man dann an der Base steht und man so ein riesen Förderband-Ding da hat. Du kannst das gleiche mit Zügen machen und Züge sehen auch geil aus. Also, nicht so wirklich notwendig, dann sich da so eine Arbeit zu machen. Ich meine, wir werden uns mit Zügen sowieso auch viel Arbeit machen, das kommt da dazu. Weil wir dann Blueprints bauen für Brückenabschnitte und so Sachen. Ich weiß noch nicht genau, wie das aussehen wird. Ich kann das euch nicht sagen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe mit der Blueprint-Maschine einen Blueprint gemacht und war direkt enttäuscht von der Maschine. Also von daher, schauen wir mal. Aber ich habe doch dieses eine Blueprint, was ich gemacht habe, gelernt, was die Schwächen und die Stärken des Systems sind. Also von daher, also sagen wir mal so. Ich habe eine Schwäche kennengelernt vom System und weiß, was ich nicht damit machen kann. Das heißt, ich weiß aber jetzt schon eher, was ich damit machen kann. Weil wenn du lernst, was du nicht mit etwas machen kannst, lernst du ja auch ein bisschen was darüber, was du damit machen kannst. Das geht ja Hand in Hand dann. So, guck mal an. Jetzt haben wir eine ganze Plattform frei. Vorher standen die Splitter irgendwo hier oder so. Jetzt ist alles richtig eng gepackt. Und ja, es würde rein theoretisch aussehen, als würde es klippen nachher. Also es klippt auch. Es sieht nicht nur so aus, es klippt sogar. Wo? Oh nein, es klippt. Aber auch nicht, dass es oben rausschaut, ne? Das ist eben... Es klippt nur den unteren Teil des Bandes. Da. Es guckt nicht oben raus. Und wenn ihr da was gegen sagt, ich hab ne Knarre. Und ihr seht, ich bin bereit, sie einzusetzen. So. Wollen wir die denn hier oben machen? Oder. Wollen wir das hier oben machen? Oder wollen wir dann so einfach direkt sagen, dass wir diese Bänder-Dinge auch nach unten bringen? Dass wir die Mercher hier nach unten bringen. Eine Stufe. Ah, das ist das Problem, ne? Aber. Ja. Nee, dann lass es die Mercher mal oben machen. Ich meine, wir müssen jetzt nicht mal dieses Ding bauen. Dieses. Irgendwie fängt das Spiel an, komische Dinge zu tun hier. Irgendwie an ganz komischen Flächen anzuankern. Das Spiel ist überfordert mit dem, was ich hier unten baue, glaube ich. Dezent überfordert. Weil dann lassen wir es als Stufe, oder? Hier. Dann machen wir das hier alles hier voll. Und das ist die eine Stufe. Das passt ja dann. Und hier können wir dann drüber gehen mit den Förderbändern.
Lassen wir das einfach so. Dann machen wir einen Cut statt alles smooth. So. Hoppala. Dann nehmen wir die Mercher und merchen. Ich überlege gerade, ob wir dann direkt hier merchen. Spricht halt nichts prinzipiell gegen, ne? Direkt dort zu merchen. Dann hätten wir nicht so ein Wiggle-Wiggle mit dem Förderband. Für diese Lücke da. Also sonst müssen wir das Förderband ja von hier dann hier rüberleiten und dann darüber. Und wenn wir die Mercher direkt hier vorne platzieren, müssen wir irgendwas noch anderes hier transportieren? Nö. Ich glaube nicht. Nö. Nö. Mm-mm. Wenn wir hier nichts transportieren müssen, dann können wir das auch so machen. Ich meine, hier brauchen wir bei den Output-Objekten brauchen wir nicht mal die krassen Bänder, ne? Die 30er Bänder reichen. Also die 60er Bänder meine ich. Da kommen 30 Rotoren raus. Insgesamt. Und 30 Statoren. Das kann alles Mark 1 Förderband. Gar kein Problem. Aber was sollen die anderen großen Rotoren denken, wenn die sehen, was für arme Förderbänder wir benutzen? Wir sind effizient. Wir nutzen die für den Job richtigen Förderbänder. Und es ist tatsächlich clever, was ich hier mache mit den kleinen Förderbändern als die Inputs. Wenn du nämlich nur 60 Ressourcen als Input hast, zum Beispiel. Du hast jetzt eine große Strecke, da kommen jetzt 500 oder sagen wir 600 kommt da an, ja? Und deine Maschinen, du hast 10 Maschinen und die schluckt jede 60. Die Inputs nach den Splittern, immer die 60er Bänder zu nutzen, weißt du, wofür das dann sorgt, wenn du dann die zwischen den Splittern aber die großen Bänder machst, dass die Maschinen sich alle gleichzeitig auffüllen. Die füllen sich alle gleichzeitig auf. Du hast direkt ein Load Balancing mit drin. Weil der erste Splitter schickt dann halt einfach, weil er nur eins für jedes Zehnte nach links schicken kann, schickt der 9 immer geradeaus. Schickt eins nach links, 9 nach geradeaus. Das splittet sich komplett auf in dem Ding. Ja, Mathematik. Deswegen mache ich die Inputs immer klein, damit sich das schneller aufteilt, die Sachen. Damit das nicht so lange dauert. Außer natürlich, der Input braucht 120 pro Minute, dann muss natürlich ein größeres Band nehmen. Logisch. Klärt sich, glaube ich, von alleine. So, das ist kein Output, aber hier. Die werden sich jetzt automatisch verbinden. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass das richtig war, was ich da herausgefunden habe. Dass das so nah geht. Das eine ist, wenn man das Gummi sieht. Man sieht das Gummi jetzt nicht, aber wenn man abreißt, sieht man, dass das Gummi ausgestreckt ist in die Mitte des Mergers rein. Also dann passt das ja. So, hier brauchen wir auch noch ein Förderband M1. Oder Mark 1. MK1. Wie auch immer. So. Da haben wir die ersten Ressourcen. Und das da vorne schicken wir einfach hier drüber. Nice. Boah, Problem gelöst, meine Freunde. Problem gelöst. Katastrophe abgewendet. Da haben wir unsere beiden Ressourcen für die nächste Reihe. Nein, nicht die nächste Reihe, nur die NX3 Maschinen. Danach kommen noch 8 andere Maschinen. Und die brauchen Beton und Stahlrohre. Das heißt, die Stahlrohre müssen nachher hier nochmal durchlaufen. Da müssen die hier durch die ersten 8 Maschinen durch. Da müssen die irgendwie rechts abbiegen. Da müssen sie da hinten nochmal durch. Da müssen sie hier durch. Und da müssen sie da hinten nochmal durch. Und das wird ein bisschen dauern, bis sich das gebalanced hat. Weil halt legit, wir haben 24 plus 8 Maschinen, die Stahlrohre brauchen. Deswegen produzieren wir so viel Stahl und so viele Rohre. Das ist der Grund, warum da vorne so viele Rohre sind. Was ich euch gefragt habe, wofür wir so viele Rohre haben, weil wir gleich 32 Maschinen haben, die irgendwie Rohre brauchen. Deswegen haben wir so viele Rohre. Und wieder 3 Coupons übrigens. In einem Part.
So, meine lieben Freunde, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Der Part ist schon wieder fast 2 Stunden. Bis dann hattet ihr und Stefan immer das Beste aus eurem Leben. Euer Zersichen und euer Potato Pet verabschieden sich. Bis dann. Tschüss! Tschüss.